Was ist? Du wolltest mich sprechen? Ich schenke dir einen Hund und du gibst ihn einfach weg. Was hast du dir dabei eigentlich gedacht, falls du überhaupt irgendetwas gedacht hast? Ach nein, der große Rolf Stein ritt sich auf, wegen eines Hündchens. Das ist nicht irgendein Hund, abgesehen davon, dass ich ihn dir geschenkt habe. Schönen Dank nochmal. Glaubst du, mit dem Tier ist alles geregelt? Ich will keinen Hund, ich will ein Kind. Ach, und ein Kind würdest du auch einfach so weggeben an den Erstbesten, der dir über den Weg läuft? Hol ihn dir bei Carmen ab, sie führt ihn gerade zum Pinkeln. Und jetzt entschuldige mich, ich habe zu tun. Kann ich weitermachen? Ja. Gut. Wir waren bei den Parkplätzen. Hier. Stellflächen vom erforderlichen Ausmaß würden die Umgebung derart verschandeln, dass... Das mit Problemen bei der Baugenehmigung zu rechnen ist, ja. Genau, richtig. Und deshalb hier die Lösung. Tiefgaragen. Tiefgaragen? Alle Fahrzeuge verschrieben unter der Erde. Direkter Zugang zu den Anlagen über Fahrstühle. Ständige Bewachung. Und die Autos stehen im Schatten, sodass man nicht darin gebraten wird, wenn man nach dem Besuch nach Hause fährt. Das sollte man vielleicht in einem Prospekt schreiben. Wir haben die Idee gemeinsam entwickelt, Lukas und ich. Und was sagst du? Erste Sahne, oder? Warte, ich habe versucht, historische und traditionelle Elemente mit einzubeziehen, als Hommage an die mallorquinische Architektur sozusagen. Und? Was sagt der Bauherr? Ja, für einen ersten Entwurf gar nicht mal schlecht. Gar nicht mal schlecht. Das ist absolut genial. Langsam, langsam. Ich bin noch nicht bei den Details. Rosa füttert gerade den Hund. Ich dachte, du hast den Lukas geschenkt. Ich musste ihn zurücknehmen. Finde ich gut. Der Kleine ist wirklich niedlich. Wieso musstest du? Wolltest du dir? Er will unbedingt, dass ich ihn behalte. Komisch. Ich dachte immer, er hasst alles, was mehr als zwei Beine hat. Er hasst alles, was zwei Beine und eine eigene Meinung hat. Der Hund ist ihm eigentlich total egal. Hauptsache, wir haben was Kleines, Putziges im Haus. Ich verstehe kein Wort. Sag mal, hast du dir mal überlegt, wie das für dich wäre, mit einem Bruder oder einer kleinen Schwester? Du bist schwanger. Nein. Ich hätte schon gerne ein Kind. Aber Rolf hat ein kleines Problem damit. Deshalb der Hund. Dem muss man wenigstens nicht alle paar Stunden die Windeln wechseln. Ich glaube, Rolf hat Angst vor dem Gedanken an ein Kind, weil er dir ein schlechter Vater war. Das soll ihm halt nicht nochmal passieren. Immerhin. Er versucht es ja gerade wieder gut zu machen. Das kostet ihn schon Kraft genug. Sag mal, sollte man Julia nicht Bescheid sagen, damit sie in Zukunft diesen Aufwasserjahren in Ruhe lässt? Wenn, dann solltest du Lena den Tipp geben. Ach, sie ist so verletzlich. Wenn sie mitkriegt, mit wem sie da im Bett war, dann... Ich glaube, sie weiß, was sie tut. Hm? Jan hat sie bestimmt nicht dazu gezwungen, mit ihm die Nacht zu verbringen. Ja, schon, aber wenn sie von Jan und Julia wüsste, hätte sie es bestimmt nicht getan. So wie es aussieht, hat sie es selbst drauf angelegt. Rede doch mit ihr, wenn es für nötig hältst. Hm? Ja, wahrscheinlich denkt sie dann noch, du bist eifersüchtig, klar. Da könntest du leider recht haben. Was warte ich die ganze Zeit, bis Lena diesen Typen trifft, anstatt... Ich sag dir zu sagen, was du für sie empfindest, ne? Ganz schön bescheuert, ne? Meinst du, mir geht das anders? Hm? Ich habe auch gewartet, gewartet, gewartet. Und auf einmal ist sie mit diesem Jan zusammen. Wir sind so zwei Idioten, hm? Ja, Tiefgarage, das klingt erstmal bestechend. Aber dafür müssen noch gewaltige Erdmassen bewegt werden. Weil ganz abgesehen von den Kosten, wie willst du das machen? Mit Dynamit? Rolf, heutzutage setzt man so etwas mit kontrollierbaren Methoden um. Abgesehen davon habe ich mir vom Geologischen Institut eine Analyse der Bodenstruktur in unserem Gebiet besorgt. Bitte. Man würde sogar erheblich sparen.
Weil unser Konzept die landschaftlichen Gegebenheiten gezielt nutzt. Wir bauen mit der Natur, wir bauen nicht gegen sie. So, gut. Also wegen. Aber dieser ganze Schnickschnack an den Fassaden... entspricht dem gegenwärtigen Trend der Bebauung auf der Insel. Außerdem ist der Baustil, der sich an Tradition orientiert, ein schlagkräftiges Argument gegen mögliche Proteste von Landschaftsschützern. Und was die Materialien betrifft, natürliche Rohstoffe sind wesentlich günstiger zu beschaffen. Ja, ich verstehe schon. Das ist alles sehr durchdacht. Sag ich doch. Erste Sahne. Heißt das, der Entwurf ist gekauft? Ja, zum Teufel. Dann sollten wir die Pläne so schnell wie möglich deinen Investoren vorlegen. Und die müssten eigentlich begeistert sein, wenn sogar ein Rolf Stein sich überzeugen lässt. Wir brauchen keine weitere Präsentation. Deine Entwürfe sind so gut, die sprechen für sich. Na, wie läuft die Arbeit auf der Jagd? Im Moment nicht so gut. Wir könnten mal wieder ein paar fette Aufträge gebrauchen. Das Problem kenne ich. Bei mir sieht es im Moment allerdings nicht schlecht aus, was die Arbeit betrifft. Hallo, Lena. Hi. Hi. Sag mal, hast du Lust, spazieren zu gehen? Es ist doch so wunderschönes Wetter. Tut mir leid. Ich habe keine Zeit. War ja nur eine Idee. Habt ihr euch gestritten? Ach, nee, vielleicht ist er einfach nur mit dem linken Bein aufgestanden. Ich weiß, das trifft sich jetzt bestimmt sehr hart. Ich würde es dir auch gar nicht sagen, dass es nicht so wichtig wäre. Aber wir sind Freunde und ich sehe es als meine Pflicht an, okay? Lange Rede, kurzer Sinn. Was willst du mir sagen? Jan und Lena haben die letzte Nacht zusammen verbracht. Aha. Schön für sie. Macht es dir überhaupt nichts aus? Ich meine, vielleicht bin ich in diesem Ding ein bisschen konservativ, aber... Du machst dir Sorgen um mich. Ja, klar. Ich will nicht, dass jemand dich... Ich meine, dass du... Philippe, Jan und ich, wir sind nicht verheiratet. Und ob das mit ihm und Lena was Ernstes ist, das wird man sehen. Aber ich dachte... Jan und du, ihr seid ein Paar. Soweit sind wir noch lange nicht. Vielleicht bin ich in dieser Beziehung etwas konservativ. Ich lasse alles in Ruhe auf mich zukommen. So stellt mein lieber Bruder sich das vor. Was meinst du? Paps, ich habe im Moment ein ganz anderes Problem als dein gigantischen Erlebnispark. Eins nach dem anderen. Sag mir erst, was du davon hältst, ja? Also, ich habe von Architektur nicht die ganz große Ahnung, aber... Das sieht ziemlich spannend aus. Findest du? Hm. Ein paar ganz gute Details. Auch dieser typische Inselstil. Richtig schick. Volk hat wirklich was drauf, das habe ich nicht gedacht. Aber können wir jetzt trotzdem über mein Problem reden? Später. Sei so lieb, lass mich jetzt arbeiten, ja? Aber ich komme darauf zurück. Sicher, heute Abend. Versprochen? Ja. Carmen! Bitte? Rufen Sie bitte Frau von Südow an, vom Zeus Investment Fonds. Es geht um die Pläne von diesem Architekturbüro Grupo Finco. Wieso? Ich dachte, Ihr Bruder ist der Architekt. Ich bezahle Sie nicht fürs Denken. Tun Sie, was ich Ihnen sage, rufen Sie Frau von Südow an, und zwar plötzlich. Ja, sehr schnell.